wichtig wäre. Entschuldigen Sie, können wir Sie mal was fragen? Sie sind doch nur gestern Nachmittag erst hier von Frankfurt abgeflogen. Ja, es ist ein Skandal. Dabei hatten wir für 2 Wochen gebucht. Ja, und warum mussten Sie zurückfliegen? Weil keine Zimmer mehr frei waren. Das hat der Reiseleiter dort unten jedenfalls behauptet. Weil man ihn überhaupt verstanden hatte, der konnte ja kaum ein Wort Deutsch. Dafür haben wir auch noch bezahlt. Skandal, aber das lassen wir uns nicht gefallen, das hat ein Nachspiel, das kann ich Ihnen sagen. Ja, Sie haben also ordnungsgemäß gebucht und kein Hotelzimmer vorgefunden. Ja, zuerst hat er uns eine halbe Stunde rumstehen lassen, einen halben Tag sogar, und dann wusste man nicht überhaupt nicht mehr was weiter, und dann hieß es, wir sollten zurückfliegen, aber es wäre keine Maschine verfügbar. Ja, und dann haben wir in der Abflughalle übernachtet. Auf Tischen, Stühlen und Bänken. Das ist ein Skandal. Und endlich gestern Abend hat man uns zurückgeflogen. Bin vollkommen fertig. Ach, aber du wolltest ja nicht nach Königstein. Da wäre sowas nicht passiert. Ich kann Ihnen sagen, nie wieder Mallorca. Auf jeden Fall fordert der Schadenersatz. Aber jetzt in der Hochsaison kriegt man nirgends hin. Ach, ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen, mit dem ehrlichen Bedürfnis nach Urlaub und Erholung der Leute wird ein rigoroses Geschäft gemacht von zwielichtigen Reiseunternehmen. Jetzt suche ich mal was anderes. Vorsicht, bitte. Ja, kommen Sie mal durch. Da hinten kommt ein Alter, der ist sehr gut. Entschuldigen Sie, können wir Sie auch was fragen? Sie sehen so enttäuscht aus. Sagen Sie uns doch auch noch was dazu. Ja, wir haben uns jahrelang gefreut auf diese Reise, meine Frau und ich. Mallorca, es war unsere erste Flugreise überhaupt, ne? Ja. Na, und nun dies, ne? Wie heißt denn das Reisebüro, bei dem Sie gebucht haben? Ja, Happy Holidays. Ich bitte Sie, meine Herrschaften. Niemand ist diese schreckliche Panik unangenehmer als mir, das werden Sie doch verstehen. Ihr habt eindeutig meinen Vertragspartner versagt. Der Mann war offenbar den organisatorischen Schwierigkeiten der Hauptsitz nicht gewachsen. Ich werde morgen persönlich hinunterfliegen und mich bei der Regierung beschweren. Ja, das hilft aber den Urlaubern nichts mehr, die statt 2 Wochen nur eine Nacht auf Mallorca waren. Machen Sie denen nun ein Ersatzangebot oder werden die sonst wie irgendwie entschädigt? Ersatzangebot? Ja. Jetzt, da jede Badewanne belegt ist? Lieber Herr, wie stellen Sie sich das vor? Vielleicht kann man den Leuten später einen Ersatzurlaub anbieten. Ich würde doch nichts lieber als das. Aber dann haben die Leute keine Zeit mehr. Berufstätige sind an Termine gebunden, Eltern mit Kindern auf die Ferien angewiesen. Dann zahlen Sie also den Leuten das volle Reisegeld zurück. Tja, volles Reisegeld zurück. Ich finde, im Grunde wäre hier sogar eine Entschädigung angebracht, oder? Also was die Frage der Rückzahlung oder Entschädigung betrifft, ich sagte ja schon von mir aus doch liebend gerne. Aber schon einmal rein juristisch gesehen, ich trete hier doch nur als Vermittler auf und hafte nicht für die Leistung meiner Vertragspartner. Prost. Herr Brendel, soll das heißen, dass Sie sich der Verantwortung für diese Panne entziehen wollen? Entziehen? Mein lieber Herr, hier steht der gute Ruf meines Unternehmens auf dem Spiel. Aber bedenken Sie, ob eine Nacht oder 14 Tage, ich hatte meine Unkosten. Werbung, Organisation, Fluggesellschaft. Allein der Rückflug war ein Sonderflug. Nein, nein, ich verdiene keinen Pfennig an diesen Bedauernswerten, die heute Morgen enttäuscht und völlig unerholt zurückgekommen sind. Die Leute bekommen also nichts? Anscheinend. Herr Brendel, ich nehme an, dass Sie dann von einigen Kunden verklagt werden. Verklagen mag man mich, da bin ich ganz ruhig. Ich kenne meine Rechte und Pflichten. Aber selbstverständlich wird die Frage der Entschädigung erwogen. Wir werden das hier in der Geschäftsleitung besprechen und durchkalkulieren. Seit wann gibt's denn die Happy Holidays? Seit einem halben Jahr. Aber ich bin kein Außenseiter. Ich war schon immer in der Branche tätig. Meine Ischia-Reisen zum Beispiel habe ich immer zur vollsten Zufriedenheit meiner Klientel abgewickelt. Und Tim Montezuma Airlines, mit der Sie zusammenarbeiten? Eine ausgezeichnete und zuverlässige Gesellschaft. Man hört aber von häufigen Verspätungen der Ankünfte und Abflüge. Bis zu 5 Stunden. Ja, liebe Dame, in der Hauptsaison ist es sehr schwierig, eine Ersatzmaschine aufzutreiben. Alles, was Flügel hat, fliegt. Hahaha, kleiner Scherz, ja. Und wenn dann Reparaturen notwendig werden, ergeben sich zwangsläufig Verzögerungen. Ja, auf Kosten des Urlaubs der Passagiere gehen, nicht wahr? Das ist bei den Großen auch nicht anders. Oder glauben Sie, die haben Ersatzmaschinen herumstehen? Die kosten nämlich Geld, statt welches einzufliegen. Also, bitte, meine Herrschaft. Kommen Sie nächsten Sonnabend um 15.30 Uhr hier auf den Flughafen zum festlichen Empfang der ersten Mallorca-Gruppe. Überzeugen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Montezuma Airlines. Unterhalten Sie sich mit unseren Kunden. Wir haben uns nämlich für deren Empfang ein paar Überraschungen ausgedacht. Sie bauen sich am Gepäckband 7 auf. Und Sie kommen bitte mit mir. Sie postieren sich links und rechts der Gangway.
Wenn die Passagiere herauskommen, fangen sie an zu lächeln. Dann überreichen sie jedem einen Strauß. Und zwar jeden Passagier, auch den Kindern. Der Chef möchte, dass sie die Kinder mit den Blumensträußen fotografieren. Kinder machen sich immer gut, er braucht das für den Auftrag. So, meine Herrschaften, in einer halben Stunde ist es soweit, dann fahren wir hinaus aufs Goldfeld. Ich darf mir erlauben, deine Erfrischung, bitte sehr. Was haben Sie denn für Ihre Überraschung vorgesehen? Abwarten, mein Lieber, abwarten. Unterhalten Sie sich mit unseren Kunden. Lassen Sie sich schwärmen von einer Corrida de Toros, vom Stierkampf in Palma. Komm, ich mach mal weiter. Von einer unvergesslichen Paella, von Tintenfischen, Muscheln, Kanälen. Von einer Flasche Manzanilla in einer warmen mallorquinischen Nacht. Sie werden sehen, diese Kunden buchen alle wieder bei uns. Oh, zum Wohl. Prost. Danke, meine Herren. Ja? Das ist ganz günstig hier. Also, wenn Sie die Passagiere kommen sehen, fangen Sie an einzuschenken. Ja. Bei so vielen Leuten muss das sehr schnell gehen. Ja, wir zapfen schon mal vor. Aber bis das Gepäck hier auf den Bändern rollt, haben Sie circa 5 bis 10 Minuten Zeit. Ja, wir fangen an. Passen Sie auf, nach den 14 Tagen scheiß Rotwein reißen die Ihnen das Bier aus den Händen. Das sind unsere ungefähren Pläne und Fernziele. Wir werden uns erlauben, die Presse zu den jeweiligen Eröffnungsflügen einzuladen, lieber meine Flasche. Sind sonst noch welche Fragen? Ja, nochmal zurück zu Ihrer Vertragsgesellschaft. Wisst ihr? Nein, nein, danke schön. Dieser Montezuma Airlines, da wird immer wieder von schlecht gewarteten Maschinen berichtet. Da wird berichtet von rauchenden Triebwerken, von verölten Landeklappen, von abgefahrenen Reifen. Das sind doch Beobachtungen von Laien, die diese Dinge falsch sehen oder falsch beurteilen. Aha. In der Pünktlichkeitsstatistik liegen die Montezuma Airlines übrigens an dritter Stelle. Und was den heutigen Flug angeht, so haben wir die Ehre, den Chefpiloten und Alleininhaber der Montezuma Airlines, Signor Giuseppe Lombardi, persönlich begrüßen zu dürfen. Er sitzt am Steuer der Maschine. Ist das ein Vorteil für die Passagiere? Haben Sie völlig recht. Keiner könnte besser oder schlechter sein. In guten Händen sind Sie immer. Den Italienern liegt doch das Fliegen im Blut. Sie sind doch alle Enkel des Leonardo da Vinci. Nach Barcelona zum Flugsteig A16. Ragazzo, la signores passeggeros. Halt! Herr Brendel, Moment mal! Was ist denn? Da schien es den Zürich zwischengelandet. Was? Meine Herrschaften, leider hat sich eine kleine Verzögerung ergeben. Nanu. Wie ich soeben erfahre, hat die Maschine in Zürich eine technische Zwischenlandung eingelegt. Sie wird aber jede Sekunde wieder starten. In Zürich? Das ist doch nicht planmäßig. Wie bitte? Ich sagte, das ist doch nicht planmäßig. Nein, planmäßig eigentlich nicht, aber vielleicht muss nachgetankt werden, der starke Gegenwind. Aber eine Maschine, die über den Atlantik fliegen kann, die schafft die 2-Stunden-Strecke von Palma hierher, sogar wenn sie wegen Gegenwindes 20 Minuten Verspätung hat. Ja. Ich kann im Moment auch nicht mehr sagen, wir werden ja hören. Ich würde vorschlagen, wir bleiben nicht hier stehen, sondern gehen hinauf auf die Terrasse. Von dort aus hat man einen viel besseren Überblick über das interessante Leben und Treiben. Einen solchen Flughafen mit seinen vielen Starts und Landungen. Kommen Sie mit. Das interessante Leben und Treiben auf einem Flughafen, so ein Scherzbold. Jetzt wird's tatsächlich interessant. Wir fliegen hier nicht endlos rum. Wir haben um 19 Uhr eine Veranstaltung im Verein aus des Yachtclubs. Da wird der Yachtclub eben warten müssen. Ist doch nicht egal, wann die da zum Schwurf kommen. Das ist ein Gründungsfest mit besonderen Texten für die Feier. Dann hätten Sie ihm die Schweißverpflichtung für einen Tag abschließen sollen. Sie haben uns gesagt, der Rummel hier ist spätestens um 16 Uhr zu Ende. Wir haben Sie für heute engagiert und Sie bleiben hier so lange, bis Sie Ihre Nummern abgezogen haben. Wir denken überhaupt nicht dran. In einer halben Stunde packen wir zusammen, selbst wenn die Maschine dann gerade ausrollt. Dann kriegen Sie eine gepfefferte Klage an den Hals wegen Vertragsbruch und Geschäftsschädigung. Also, seien Sie friedlich. Geht ja gleich los. Das wollen wir aber auch hoffen. Mach aber doch nicht jetzt, Idiot. Und Sie machen das hier wieder.
Was hat die Verspätung der Montezuma Airlines zu bedeuten? Es ist doch nichts passiert. Hören Sie, mein Vater ist herzkrank, der regt sich über alles so auf. Ist mit der Maschine wirklich alles in Ordnung? Bitte, Sie können ganz beruhigt sein. Die Maschine ist bereits wieder in Zürich gestartet und befindet sich auf dem Flug hierher. Wann ist sie denn nun endlich hier? Moment bitte. Sag mal, wann kommt denn nun die 114 an? Die Maschine kommt um 18 Uhr. Die neue Landezeit ist 18 Uhr. 18 Uhr? Meine Herrschaften, ich darf mir erlauben, Ihnen noch einige Erfrischungen anzubieten. Bitte sehr, damit die Zeit etwas schneller vergeht. So, bitte sehr. Sehr zum Wohle. Tja, mittlerweile habe ich auch den Grund der Zwischenlandung erfahren. So, was war's denn diesmal? Etwas ganz Harmloses. Die Klimaanlage hat Schwierigkeiten gemacht. Sie hat ein unangenehmes Geräusch von sich gegeben, das die Passagiere belästigt hat. Daher die beiden Zwischenlandungen. Die beiden Zwischenlandungen? Ja, in Zürich. Wieso die beiden? In Zürich. Der Schaden wurde repariert, aber 10 Minuten später ist er wieder aufgetreten. Aha, wirklich reizend. Muss ein richtig erholsamer Rückflug für die Leute gewesen sein. Ich bitte Sie, es war doch bloß die Klimaanlage. Wissen Sie, Herr Brendel, unter Umständen lässt eine Klimaanlage auf den Wartungszustand der ganzen Maschine schließen. Aber im Gegenteil, das sehe ich ganz anders. Sie sehen daraus, uns liegt eben das Wohl unserer Passagiere mehr am Herzen als eine etwas, sagen wir, billige Kritik, die an diesen beiden Landungen Anstoß nehmen könnte. Immerhin sollte dieser Flug doch eine Demonstration der Zuverlässigkeit von Happy Holidays sein, ne? Tja, das ist eben der Vorführeffekt. Das kennen Sie doch alle, meine Herrschaften, vom TÜV her, wenn Sie dem Kfz-Meister Ihre Wagen vorführen. Ich bitte Sie, ruinieren Sie mein Unternehmen nicht. Sie haben es in der Hand, den Happy Holidays den Todesstoß zu versetzen. Herr Brendel, angesichts der bisherigen Kette von Pannen würden Sie selbst unbedenklich bei den Montezuma Airways ein Pauschalarrangement buchen? Herr Kluge, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass sich an Bord der Maschine, die wir erwarten, meine Verlobte befindet? Das dürfte wohl Beweis genug sein. Dazu müsste man Ihre Verlobte kennen. Sehr komisch. Sagen Sie, Herr Brendel, Sie sind doch erst kürzlich in einem Rechtsstreit einem Kunden unterlegen, der Sie auf Schadenersatz verklagt hat, weil sein Hotelaufenthalt durch Baulärm zur Höllenqual wurde, während Sie in einem Prospekt, ich zitiere wörtlich, einen ruhigen, beschaulichen Aufenthalt in idyllischer Umgebung versprochen hatten. Ja, da haben Sie völlig recht. Und wenn dieses Urteil Schule macht, ist unsere Branche damit erledigt. Wenn ich mit den Hotels abschließe, ein halbes oder dreiviertel Jahr vor der Saison, kann ich doch nicht wissen, was sich dann auf den Nachbargrundstücken abspielen wird. Aber der Kunde muss sich doch auf die Angaben verlassen können. Nein, das wird ein Riesengeschäft. Immer nur den Unternehmer verklagen. Wenn man will, findet man ja immer etwas. Möglicherweise, dass es mal an einem Sonnenstrand regnet. Entschuldigen Sie bitte. Der Tag heute. Meine Nerven. Aber Herr Brenn, fast die Hälfte der Beschwerdebriefe bezieht sich auf Ihr Unternehmen. Briefe können manipuliert werden. Glauben Sie, die Konkurrenz lässt unser einen groß werden, einen Außenseiter? Sagen Sie, Herr Brendel, wie sind Sie eigentlich in dieses Geschäft gekommen? Das ist doch jetzt egal. Aha. So, ich glaube, es ist gleich soweit. Checklist. Brake pressure checked. Speed brake. Speed brake forward. Landing rate. Checked. 155 tons. Preference speed. Set. Fuel panel. Set. Number one block speed open. Air conditioning pressure situation. Set for landing. Service breaker. Checked. GA power bag. Set. Shoulder straps. Fastened. Yeah. Frankfurt approach. This is Montezuma 114 on 119.7. Over. Montezuma 114. This is Frankfurt approach. Reading you loud and clear. Go ahead. Frankfurt approach. This is Montezuma 114, over Nierstein at 13, estimating Frankfurt at 22, over. Meine Herrschaften, Ende gut, alles gut. In 6 Minuten landet die Maschine, sie schwebt sozusagen schon vor den Toren der Goethestadt. So, ich darf Sie jetzt bitten, mit mir aufs Vorfeld zu kommen, damit Sie einen persönlichen Eindruck gewinnen. Ich hoffe, Sie nehmen uns den Ärger der letzten Stunden nicht allzu übel, wenn es auch schwerfällt. Wir wollen ja auch künftig alle gut zusammenarbeiten, nicht wahr?
Montezuma 114. Frankfurt approach. You are clear to land now. Roger, clear for landing. Gear down. Gear down in transit. Final approach checklist. Fuel lift rechecked. Gear lever down. Three lights. Los Jungs, Musik! Meine Herrschaften, ich darf Ihnen noch ein bisschen nachschenken. Nein, danke, ja. Ein Stückchen kann den Schaden, kein Kreislauf. Bitte sehr. Sie sehen ja, es ist alles doch gut gegangen. Flaps 40. Flaps in transit. Frankfurt Tower. Montezuma 114 at 2800 feet. Turning base. Montezuma 114, roger. Continue approach. You are now number one to land. QNH 1016 millibars. Wind 080, 10 knots. Over. Montezuma, roger. Montezuma 114 on final. Have the field in sight. Also der Bursche, der muss bessere Augen haben als ich. Montezuma, 114, roger. You are clear to land. Montezuma, clear for landing. Sag mal, könnt ihr den Burschen sehen? Entweder ist er noch ganz schön weit entfernt, oder ich werde alt. Okay, full flaps. Flaps down. Wenn er den Platz in Sicht hat, dann müssen wir ihn auch in Sicht haben. Versteht ihr das? Vielleicht meint er die 07 und kommt auf der 25, Runde. Ach was, das ist doch kein Caféflieger, da weiß doch welche Runway. Nee, das stimmt irgendwas nicht. Montezuma, 114, what is your present position? Montezuma on the ground at 23. Was? Gelandet? Bin ich denn verrückt geworden? Was ist denn los? Herrgott, nochmal, seht ihr ihn? Das gibt es ja wohl alles nicht. Ich rufe mal beim Approach an, mal sehen, was die da sagen. Ja? Bitte? Was? Nein? Bei euch? Ach, Kinder, nein. Und sicher, ohne Bruch? Ein Augenblick mal. Also, die Montezuma ist gelandet. In Egelsbach. Brendel! Brendel! Was ist denn? Die Maschine ist in Egelsbach gelandet. Was? Das ist doch nicht möglich. Doch, sehen Sie hier. Herr Brendel, stimmt schon wieder was nicht? Meine Herrschaften, die Maschine ist soeben gelandet. Na nun? In Egelsbach. Was? Wo? In Egelsbach? Ja, in Egelsbach. Das ist doch gar nicht möglich, da ist doch die Piste viel zu kurz. Jetzt sagen Sie bloß nicht, eine technische Zwischenlandung. Nein, nein. Hier handelt es sich offensichtlich um ein Versehen des Piloten. Was? Ja, ein Versehen. Signor Lombardi hat den falschen Flughafen angeflogen. Ah, bitte, meine Herren, Musik! Warum müssen denn diese Leute überhaupt noch hierher kommen? Zoll, Polizei, Gepäck. In Egelsbach können sie gar nicht abgefertigt werden. Und was ist mit der Maschine? Da wird fast der ganze Treibstoff abgelassen, damit sie auf der kurzen Piste wieder starten kann. Dann kommt sie leer hier an. Hoffentlich. Alexa, mein Schatz, herzlich willkommen. Das war vielleicht ein Vergnügen. Du, wir können jetzt nicht gut miteinander reden. Wie die Schubumkehr gejault hat auf dieser kurzen Landebahn. Wir sind alle aus den Sitzen geflogen. Ja, scheiß dich, erzähl mir das nachher. Die ganze Presse ist doch da. Nachher? Ich hab's satt. Ich zieh mein Geld raus aus der Firma. Alexa, was kann denn ich dafür? Na, du hast dir doch den feinen Geschäftspartner ausgesucht. Ich sag dir, von denen hier bucht bei dir keiner mehr auch nur eine U-Bahnfahrt. Na, Herr Brendel, Sie sind aber schon ein rechter Pechvogel.
Allora. Nun, Sie können gern einige Fragen stellen. So, ja, also Kapitän Lombardi, dann muss man doch erstmal fragen. Hatten Sie einen guten Flug? Grazie, sì, es war ein sehr kurzer Flug von Edelsbach nach Frankfurt. Nur 7 Minuten Start, war ganz glatt. Wie konnte denn das passieren, die Landung auf dem falschen Platz? Oh, das war ein kleiner Irrtum, Signore. Signore, ich fliege in Frankfurt ersten Mal. Captain, Sie werden gestatten, dass uns diese schlichte Antwort nicht so ganz befriedigt. Ich finde, Ihr Demonstrationsflug wirft doch ein bezeichnendes Licht auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Gesellschaft, oder? Wenn schon der Chefpilot nicht mal den richtigen Platz findet. Gut, ich bin kein Fachmann, aber meines Wissens nach hätte diese Landung doch auch sehr ins Auge gehen können, nicht? Haben Sie recht. Aber allein die Tatsache, ein so vollbesetztes Flugzeug, so ein Riesenflugzeug, auf einer so kurzen Landebahn wohlbehalten herunterzubringen, ist doch ein fliegerisches Meisterstück. Aber Herr Fremd, das geht hier doch nicht für die Wahl von Signora Lombardi. Bitte, ich gebe zu, eine Panne, aber trotzdem. Ich weiß, klingt paradox, aber bei den Happy Holidays sind Sie eben immer in guten Händen. Ich dachte, du bleibst bei den Leuten und kümmerst dich um sie. Danke, mir reicht's für heute. Ich hab Ärger genug gehabt. Soll er wieder machen, dafür wird er bezahlt. Feine Happy Holidays, findest du nicht auch? Das kann er nicht dafür. Der Lombardi, dieser Idiot. Ja, und was nun? Nach dem, was die morgen berichten, können wir zumachen, das mache ich ja. Du gibst auf? Ja. Touristik. Noch nichts mehr zu verdienen. Zu winzige Gewinnspannen, wenn da sowas passiert, sind ja auch noch im Eimer. Nein, nein. Geschäft machen nur die ganz Großen. Ja, aber... Du... Ich denke da an ein Theatertournee-Unternehmen. Das ist das Geschäft heutzutage. 3 Stars, eine Dekoration, festlich gekleidete Menschen, denen ich einen schönen Abend bereite. Steigen wir ganz groß einen Vorhang auf. Ja, aber Rudolf, verstehst du denn was vom Theater? Was? Doch nicht. We'll be right back.